Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet. Ja, zu einer neuen OMSI-Folge hier auf diesem Kanal und schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind heute mal außer Landes, denn wir sind heute mal nicht in Deutschland, sondern wir sind auf der Karte Kettlestone und das Ganze ist irgendwo Großbritannien angelegt, ja, also so. Wir, nachdem wir nun OMSI 2 London ja nun nicht so wirklich, keine Ahnung, was damit ist, werden wir uns gleich unterhalten drüber, dachte ich mir so, ich habe aber schon irgendwie Bock mal sowas zu fahren. Wir waren jetzt schon in Mallorca gewesen, wir waren jetzt schon in Amerika gewesen. Jetzt sind mal die Briten dran, ja, also wird auf jeden Fall witzig, seitenverkehrtes Fahren, könnte auf jeden Fall sehr spaßig werden. Das Ganze hier sehen wir hier schon mit einem Doppeldecker und das Ganze ist der Londoner Citybus C400R Echo Live. Also, so sieht es heute aus. Ich finde das Modell vom Bus großartig. Also, das ist kostenlos, ja. Also, das ist hier kostenloses Zeugs, was ich euch jetzt hier zeige. Ich finde das genial. Also, das sieht wirklich echt edel aus. Also, das ist schon so absolutes Payware-Niveau, ja. Also, da kann man wirklich nicht meckern. Das Repaint ist auch sehr schön geworden. Alles schön klar und das sieht echt gut aus. Also, da muss man mal wirklich lassen. Holy shit. Und der erinnert so von der Front so massiv an den hässlichen BVG VDL. Also das ist mega hässlich hier oben auch mit den Stangen hier und alles sowas. Ja, also das ist schon, naja. Wir haben hier dieses Yorkshire Terrier Repaint hier drauf. Und ja, wie gesagt, der Bus ist absolut kostenlos. Und ja, die Karte kostet eigentlich, ich habe sie kostenlos bekommen, aber nicht durch den Entwickler, sondern im Internet gefunden. Warum auch immer, kann man diese Strecke irgendwie auf der offiziellen Website nicht kaufen. Ist weggeblendet, da ist es grau unterlegt, konnte man also nicht kaufen, aus irgendeinem Grund auch immer. Vielleicht liegen da Lizenzgründe vor oder sowas, ich habe davon keine Ahnung. Das ganze Video entstammt eigentlich von einem YouTuber, der mir auf YouTube vorgeschlagen wurde, dass ich mir das Video mal angucke. Und ich fand das ziemlich cool, ja, und deswegen habe ich mir das Video mal angeschaut und er hat da so ein bisschen ein paar Parallelen gezogen. Da will ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen, da müsst ihr mal selber gucken, welcher YouTuber das war. Und auf jeden Fall wollte ich diese Strecke halt selber fahren. Tada! Wir fahren sie halt selber, könnte auf jeden Fall mega interessant werden, weil das Ganze halt, wie gesagt, spiegelverkehrt ist. Ich würde mal sagen, nicht lange quatschen, wir starten. Aber hier haben wir schon mal unser Fahrzeug und ich finde, das ist echt hohes Niveau, ja, also ohne Shit hier. Das sieht echt gut aus. So. 37 ist Abfahrt. Ich habe mir nämlich davor schon andere Busse besorgt und die waren extrem hässlich modelliert gewesen. Also, ja, so Cockpit-technisch oder sowas kannst du vergessen. Aber das hier, das überzeugt echt. Also das ist schon wirklich sehr, sehr hohe Qualität hier. So, nach ein bisschen Einspielen funktioniert das Ganze auch relativ gut. Kommt man eigentlich relativ gut zurecht. Haben jetzt noch 10 Minuten. Hi there. Hello, Meister. Wie heißt er? Hey, Driver. Hello, hello. Ja, ihr werdet euch gleich wundern, wenn ihr dann durchgeschüttelt werdet hier. Ja, es ist natürlich ein bisschen anders, ne? Wir sind es ja gewohnt, halt auf der linken Seite zu sitzen und zu fahren. Ja, und jetzt ist es halt komplett spiegelverkehrt, sprich, du musst halt jetzt bei dem Abbiegen halt speziell darauf achten. All das könnte auf jeden Fall heute interessant werden. Es gibt insgesamt zwei Linien, die Linie 65, die wir heute fahren, und die Linie 15, die werden wir uns natürlich in der nächsten Folge anschauen. Allerdings mit einem anderen Bus. Es gab ein paar Busse nämlich auch noch zum Download auf der Seite. Und ja, da werden wir uns halt den Bus auch mal schnappen, freue ich mich irgendwie drauf. Das ist, glaube ich, der Citaro Facelift, aber in der UK-Variante, also sprich, halt auf der rechten Seite sitzen war, aber halt klassischen Citroen-Design. Also ich bin mal gespannt, wie der aussieht, wie der rüberkommt. Ich werde jetzt mal die Zeit mal vorspulen. Oh, kommen wir doch einige mit hier. Hello there. Hello. So. Gut. Dann würde ich sagen, Abmarsch. Jetzt wird's mega nice. So.
So, also die Hilfspfeiler brauche ich natürlich noch. Also so ganz kenne ich die Strecke nicht. Auf jeden Fall das Video von dem YouTuber, das war echt gut gewesen. Hat ein paar Parallelen aufgezeigt. Und ja, diese ständigen Hänger, ich weiß nicht, woran das liegt. Das müsst ihr mir ein bisschen verzeihen hier. Das ist nicht mit Absicht hier, genau diese Hänger. So. Wie gesagt, das ist nicht mit Absicht. Aber ich weiß noch nicht so recht, woran das liegt. Du musst kein Fahrzeug von vorne kommen, ja? Ach ja, meckert doch jetzt nicht schon wieder hier. Ist doch kein Manfred drin, oder? Kam nur Manfred drin, habe ich nicht gesehen. Ah, das ist halt. Straße ist auch mega, mega eng hier. Schilder natürlich aufpassen hier, die sie hier schön platziert haben. Super, oder? Es ist super. Kannst du mir sagen, was du willst. Auf jeden Fall, der YouTuber hat mal so ein bisschen aufgelistet, da das Ganze, wie gesagt, 5 Euro kosten soll oder 5 Pfund nach der Währung und hast du es nicht gesehen, hat er sich das Ganze gekauft und hat da mal so ein paar Vergleiche aufgezählt und vergleicht die Karte eigentlich mit zwei anderen Karten und hat die auch dementsprechend halt ordentlich gezeigt, halt, ja, so die Kartenausschnitte. Und ich muss sagen, parallel war wirklich da gewesen. Dafür jetzt 5 Euro zu verlangen, ist natürlich schon frech. Ich weiß aber nicht, also ich muss sagen, Hut ab an dem YouTuber, der wirklich da, dem es da aufgefallen ist. Ich bin jetzt nun auch schon lange um sie, okay? Ich bin jetzt bei 800, 900 Stunden oder sowas. Das ist schon für meine Verhältnisse in der Steam-Bibliothek schon echt viel. Aber das wäre mir nicht aufgefallen. Das wäre mir wirklich nicht aufgefallen, was er da entdeckt hat. Im Grunde zum Beispiel das Ganze, was wir jetzt hier fahren, ist jetzt, glaube ich, Baumgarten oder sowas. Also der YouTuber ist Iaya, irgendwie nennt er sich oder sowas. Da müsst ihr mal vorbeischauen. Ist jetzt aber schon ein paar Tage her. Da zeigt er das halt, also der Vergleich, also er hat halt wirklich Kartenteile wiederentdeckt von Baumgarten und von Rurau und das wird dann halt praktisch verkauft. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Objekten aussieht, also wenn es natürlich dann die gleichen Objekte sind, dann ist es wirklich frech, wenn es natürlich aber andere Objekte sind, dann, ja gut, dann ist es halt bloß die Linienführung, kann ich mit leben. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine reale Karte ist oder eine fiktive Karte. So, leider muss ich halt immer so ein bisschen so fahren, weil ich muss diesen Spiegel im Auge behalten hier, damit ich sehe, wo Leute halt einsteigen, also wo meine Reifen sind. Aber ich muss sagen, ich find's großartig, mal so zu fahren, ja. Ja. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Aber immer in zwei Linien, ja.
Ja, hier fahren sie durch die Autos durch. Das ist natürlich auch ein bisschen unschön. Ich finde, das entschädigt so ein bisschen mit Omsi 2 London. Ja, was damit ist, ich war mal ein bisschen auf der Suche gewesen. Einige finden schon gar keine Einträge mehr. Tatsächlich bin ich auf die Twitter-Seite gekommen irgendwie von dem Ersteller von Omsi 2 London und habe halt dadurch entdeckt, dass der letzte Post so mittlerweile, der ist schon November 2018. Muss jetzt natürlich nichts bedeuten, ne? Wir kennen das alle, ja? Es gibt halt Sachen, die sind wichtiger, als halt jeden Tag zu posten, wie es weitergeht mit dem nächsten Projekt und alles sowas, ne? Da haben wir auch so spezielle Kandidaten. Da dauert es dann natürlich dementsprechend halt immer ein bisschen, bis da mal neue Informationen kommen. Und dann kommt halt mal wieder eine News, ja? Und die muss dann wieder halt so gefühlt für ein halbes Jahr reichen. Ich finde, das ist aber in Ordnung. Have you been injured at work, on the road, by a lunatic bus driver? Then you may be entitled to compensation. Call us now, if you're not dead. Oh, genau. Und von daher darf man sowas halt immer nicht auf die Goldwaage legen, ob da jetzt noch was passiert. Offiziell, auf der offiziellen Twitter-Seite wurde das Projekt halt noch nicht eingestellt halt. Also müssen wir echt weiter abwarten. Ich weiß halt auch wirklich schon 2 Jahre verschoben oder sowas, ja, bis da mal was kommt, aber ich weiß nicht. Ich habe auch gelesen, dass er das komplett alleine macht. Er baut die Objekte alleine, er baut die Karte alleine, er macht halt wirklich alles alleine. Und sowas zieht sich natürlich halt. Und dann kennt ihr das halt selber, wenn ihr mal irgendwie Karten gebaut habt oder sowas. Dann gefällt euch das wieder nicht, dann muss das wieder umgebaut werden. Und dann habt ihr irgendwie da einen neuen Kniff raus. Und dann wollt ihr das halt überall wieder irgendwie verbinden. Und. Die Liste ist ja nun wirklich sehr lang in dem Sinne. Also da darf man das halt wahrscheinlich nicht so auf die Goldwaage legen. Aber es ist dann halt immer schön, dass man dann halt sieht, dass dann so, dass es auch Freeware-Content gibt, ja. Also auf der Seite, wo ich es mir runtergeladen habe, wie gesagt, ich versuche, wenn ich es nicht vergesse, packe ich euch den Link hier in die Videobeschreibung, ja. Wenn nicht, einfach mal irgendwie dran erinnern, hey Bio, wolltest du nicht einen Link hier posten, dann hole ich das dementsprechend nach. So, wir haben keinen, der raus will. Na denn. Have you been injured at work? On the road? By a lunatic bus driver? Then you may be entitled to compensation. Call us now, if you're not dead. You me too, ja? So, X5 nach links, 65A geht es geradeaus weiter. Traumhaft hier mit Baustelle, ja. So, mal ein Kandidat, der wirklich dicht am Mittelstreifen fährt. Von daher müsste ich ja eigentlich nach links ja genug Platz haben.
Ja, aber ich wusste gar nicht, dass sowas schon halt existiert, ja. Dann merkst du mal, wie meine Augen und Ohren offen sind, ja, wenn es Richtung Omsi geht. So, alles aussteigen. Und tot. Einfach umgenietet. Wer bremst, verliert hier. Wer bremst, verliert. Also, ganz schöne Umstellung. Ich muss dazu sagen, ich fahre das jetzt natürlich nicht zum ersten Mal jetzt hier. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich das jetzt fahre. Und das erste Mal, glaube ich, wäre besser gewesen. Ne? Aber ich musste mir das natürlich vorher erstmal alles anschauen, ob das Ganze funktioniert hätte. Ich war mir halt trotzdem nicht sicher gewesen. Ja? Wie gesagt, es kostet Geld. Und ich habe es aber für nichts bekommen. Ich habe einfach nur ein bisschen mal das Internet so ein bisschen durchforstet. Ich bin da jetzt auch nicht traurig drüber, muss ich gestehen. Wie gesagt, das Ganze ist halt mit dem Passwort versehen. Und da dachte ich dann halt, okay, und dann kommt es da mit dem Passwort da irgendwie. Du bestellst es denn, dann kriegst du ein Passwort zugeschickt und den Download-Link halt von der Seite, aber nein. Sogar das ist halt auf der Internetseite beschrieben. Weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt legal ist von der Internetseite, dass die das anbieten. Interessiert mich aber jetzt in dem Moment nicht, weil ich habe es ja jetzt so runtergeladen, ne? Also ich share das Ganze ja jetzt nicht oder verteile das jetzt, sondern zeige halt bloß auf, so, pass auf, hier, kannst du es auch kostenlos haben, wenn du magst. Hey, Fahrgast. Good morning. Das ganze Paket ist auch irgendwie sowas mit 2 GB groß. Also ich glaube, es werden auch ziemlich viele Objekte mitgeliefert schon. Ich musste nichts extra installieren oder sowas. Das Einzige, was halt drin stand, ist, dass man sich den Bus nochmal separat besorgen musste, aber den gab es dann halt auch auf der Website. Und der ist echt angenehm. Also wie gesagt, ich hatte schon Busse gehabt, also die waren natürlich so unter aller Sau. Oh. Kommen die jetzt nach. Nee. Shit. Ich brauche den Spiegel bitte. Ach, da kann ich schon stehen bleiben. Sehr schön. Hello there. To get off the last bus, some hello. So, ich muss mal gehen, mal gucken, was sagt eigentlich die Uhrzeit hier? 7:42 Uhr, wo stehen wir denn aktuell? Baxter Avenue, 7:42 Uhr, oh, das haut hin, das passt alles. Sehr schön. Dies passt alles, ich bin gut in der Zeit. Dashboard erinnert mich so ein bisschen an MAN. Ja, also es kommt dem MAN schon sehr nah. So, eine Baustelle. Ja. Also das ist es. Wie gesagt, ich kann da jetzt keine Parallele ziehen. Also, ich
bin jetzt im Baumgarten gefahren und ich bin in Rohrau gefahren und ich muss sagen, also mir ist jetzt nichts irgendwie bekannt jetzt so vorgekommen irgendwie. Ja, also von der Streckenführung halt passt das halt wirklich, so wie man es halt in dem Video von IA ja gesehen hat. Ja, also wirklich da mal Grüße gehen raus. Hat er gut aufgepasst, auf jeden Fall Respekt, dass ihm das allen aufgefallen ist. Also, holy shit, der muss halt schon wirklich mehrere tausend Stunden irgendwie schon Intus haben mit Omsi. Da bin ich ja noch wahrscheinlich ein Leichtgewicht dagegen. Mit meinen 900 Stunden oder sowas, was sind. Ja, aber wie gesagt, mir fällt das jetzt halt so nicht auf. Ich weiß nicht, ob das euch jetzt so persönlich aufgefallen ist, ob ihr jetzt so irgendwo Punkte jetzt gesehen habt, was euch jetzt so stark an Baumgarten oder an Rohrau jetzt erinnert hat. Dann könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare posten. Würde mich mal brennend interessieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde es großartig. Wie gesagt, ist jetzt nicht so, dass ich dafür jetzt kein Geld ausgegeben hätte. Ich hätte, um Gottes Willen, hätte ich dafür bezahlt. Und da sage ich jetzt nicht nur so, ihr kennt mich, ich kaufe eigentlich relativ einfach alles, was so mit Omsi zu tun hat. Ob es ja nun gut oder schlecht ist, ja, das ist ja wurscht, aber ich kann sagen, ich hab's. Ja, dass meine Omsi-Bibliothek full ist. Aber ich habe einfach keinen Kauflink gefunden, ja, und ich wollte mich jetzt halt nicht registrieren. Also, dann soll man sich irgendwie sowas irgendwie überlegen, dass man so per Gastzugang oder sowas denn macht oder zukünftig, aber nicht mit so einem Quark hier von wegen, jetzt so extra für dieses Forum da registrieren oder sowas, wo ich wahrscheinlich sowieso dann nie wieder bin, nur um mir die Strecke dann halt runterzuladen. Also sowas finde ich dann echt albern. Zumal du die ja dann wahrscheinlich ja dann auch umsonst im Internet findest. Das weiß ich persönlich aber nicht, ob es jetzt sich hier wirklich jetzt um die Paper-Version handelt oder ob das jetzt hier noch eine frühere Version ist. Also man kennt es ja leider ziemlich oft, ja, dass dann aus früheren kostenlosen Karten dann irgendwann mal Payware wird. Ist ja nichts Neues. Und vielleicht ist das halt die frühere Version dann dementsprechend denn, ja, von der Payware-Karte praktisch. Ja, das sind natürlich dann immer so diese Sachen. Auf jeden Fall lohnt sich hier auf jeden Fall mal einen Blick rein mal reinzuschnuppern. Ich denke mal, das kann man sich mal gut antun. Zumal dieser Bus echt großartig ist. Den kannst du halt nicht auf deutsche Karten, ne, benutzen, weil das ist halt für britische Karten, ne, links. Aber schon allein dieser Bus, ja, der ist schon muah. Wirklich. Die finde ich jetzt schon großartig. So, wir müssen nach rechts. Scheint hier nach dem Reisverkehr zu sein, aber die fahren hier sowieso alle, wie sie wollen. Also machen wir das auch. Und wir hätten aber da reingemusst, oder? Nein! Wie soll ich denn das jetzt machen, ey? Bleib stehen. So. Einfach schnell gewendet. Was soll's? Um sie zu warten. Leute, yalla yalla. Wir haben nicht so viel Zeit hier. Cool auch natürlich hier. Obere Ansicht hier, ne? Oben im Bus. Alles. Also diese Qualität, die kann ich wirklich mehr als sehen lassen. Kannst du mir sagen, was das ist? Bestimmt so ein VDL-Modell. Wie wundert es mich, warum es noch keinen VDL-Doppeldecker gibt? Lang, also noch nicht anhalten.
So, alle raus, na denn. Leitstellenfahrt in London, Leute. Ah, geht nicht. Aber pro Stunde sind 2 Umläufe oder sowas. Aber alle halbe Stunde fahren die hier nur. Weiß jetzt nicht, wie die Linie 50 jetzt bestückt ist. So. Also ich finde es super. Also kannst du mir sagen, was du willst. Also ist meiner Meinung nach, also wenn jetzt wirklich die Objekte jetzt noch selbst sind jetzt, also Großteil der Objekte, ne? Nicht alle, kann man ja nicht verlangen. Jetzt ja alle Objekte, meine andere Addon-Besitzer machen das auch nicht, dass da alle Objekte dann irgendwie selbst erstellt sind. 5 Euro, mein Gott, das geht vollkommen in Ordnung. So, eine schöne lange Linie und alles was, ja. Schön gebaut, alles. Fehler sind mir aktuell noch nicht aufgefallen. Sharp right, turn ahead. Ich habe ja irgendwie gedacht, dass das dann erst eine Demo ist oder sowas, die die runterlädst oder sowas. Kann ja sein, ja, dass es halt bloß eine Demo-Version ist, wie, so ein bisschen wie bei München. Also wie gesagt, also das ist glaube ich die volle Strecke, die wir fahren. Das wäre natürlich ein bisschen doof, das dann halt für eine Demo zu verkaufen, dann.
So, wir sind ja 65. Das ist ein OMSI-Standard-Objekt, ne? Also wahrscheinlich viele von bei. Oh mein Gott. Also ich finde so großartig die Karte. Aber scheinbar habe ich einfach auch nicht so viel Anspruch wie viele andere. Das kann natürlich auch sein. Ja, dass man dann so sagt, so naja. Man gibt sich immer mit weniger zufrieden. Wir sind schnell rübergefahren. Golden Vista. So müssten wir ja gleich an der Endhaltestelle sein. Dann haben wir die Linie 65 hier abgefahren. Also, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung mal so in die Kommentare posten. Was haltet ihr denn davon? So Mini-Add-ons zum Beispiel, 5 Euro DLCs, die jetzt halt nicht so direkt streamen, ja, nein. Bitte nicht beides ankreuzen. Sackgesicht. Und sonst von der Karte, von der Qualität, habt ihr irgendwas wiederentdeckt oder sowas, dann wie gesagt, nutzt doch mal die Kommentarfunktion. Ich doch gar nicht gesperrt für DD-Busse. Haha, ernsthaft? Ich passe hier gar nicht durch. Ah gut, ich habe Schaden aus. Ja, normalerweise hätten wir jetzt hier nämlich nicht durchfahren können. Das ist aber fies. Das hätten sie vorher irgendwie mal ansagen müssen. Oh, da habe ich jetzt richtig Glück. Ich hätte die Fahrt jetzt nicht abschließen können. Ah, da kommt schon die Rumford Station. Die Brücke ist offiziell höher. Erstmal das Dach umfrisiert, verstehst du? Kennt man ja schon viele Bilder von. Da habe ich den Schaden aus, aus irgendeinem Grund auch immer. Da werden wir natürlich durchgekommen. Schön an der Endhaltestelle, geil. So, und damit war alles in Ordnung. Ja, gerne Kommentare jetzt in die Kommentare posten. Also wie gesagt, Bus ist großartige Qualität, also der fährt sich sehr angenehm, sehr ruhig, schön geschmeidig halt, ne. Halt wie sich so ein Doppeldecker fährt, halt mal bloß andere Seite. Strecke finde ich auch ganz ehrlich, ich finde sie ziemlich nice. Sie ist putzig, sie ist süß, ja, sie hat eine ordentliche Streckenlänge tatsächlich, ja. Zwei Linien, okay, da hätte man vielleicht noch ein bisschen ausbauen können, aber so an sich muss ich sagen, so die Idee halt mal andersrum zu fahren, gar nicht mal so verkehrt, das sollte man sich erstmal, da muss man sich erstmal dran gewöhnen halt auch. Aber so an sich, dieses ganze Rundumpaket hat mir jetzt gerade viel, viel Lächeln bereitet und hat mir mega Spaß gemacht.
das einfach mal so diese Erfahrung zu testen. Und ganz ehrlich, nach dem Ding jetzt hier heute, freue ich mich eigentlich schon auf OMSI 2 London. Und ich hoffe, dass dieses Projekt auch weiter existiert noch. Und dass da dementsprechend halt weiterentwickelt wird dran, ne, und weiter gebastelt und gebaut wird. Denn ich glaube, mir macht das tatsächlich doch ziemlich Spaß. Das ist immer eine andere Herausforderung auf jeden Fall, die man so halt im Alltag eines Busfahrers so nicht hat, ne? Mal einfach mal so komplett spiegelverkehrt einfach mal zu fahren. Und das ist eine Kunst, ja, die muss man erstmal beherrschen. Gott sei Dank, wie gesagt, hatten wir jetzt den Schaden aus. Ja, sonst, wie gesagt, die hätten jetzt uns alles abgerissen, was nur so geht. Aber gut, das hätte man vorher wissen müssen. Ich würde aber sagen, ich verabschiede mich hier, hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, Like nach oben, freue ich mich drüber. Und dass wir uns natürlich dann dementsprechend zum nächsten Party wiedersehen. Damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.